Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Baustelleninformation. Diesmal etwas anders, diesmal etwas kompakter. Vom 9. bis zum 14. September wird es auf den Linien S41 und S42 zwischen Beusselstraße und Schönhauser Allee Einschränkungen geben. Hier werden Weichen für die zukünftige City-S-Bahn eingebaut. Im ersten Bauabschnitt, vom 9. bis zum 11. September, ist der Streckenabschnitt zwischen Beusselstraße und Gesundbrunnen gesperrt. Dadurch fahren in dieser Zeit die S41, S42 zwischen Gesundbrunnen und Schönhauser Allee nur im 20-Minuten-Takt. Die S41 fährt von Blankenburg, Pankow, Gesundbrunnen weiter über Schönhauser Allee, Ostkreuz, Südkreuz und Westkreuz nach Beusselstraße. Dabei erfolgt ein Wechsel der Linienbezeichnungen. Ab Blankenburg bzw. ab Pankow fahren die S8 bzw. die S85 ab Ostkreuz als S41 weiter. Im zweiten Bauabschnitt, vom 11. bis zum 14. September, ist der Streckenabschnitt zwischen Beusselstraße und Schönhauser Allee gesperrt. In dieser Zeit fahren die Ringbahnzüge über Blankenburg, Pankow, Schönhauser Allee, Ostkreuz, Südkreuz und Westkreuz nach Beusselstraße. Die S42 fährt dabei ab Ostkreuz in geänderter Linienbezeichnung weiter. Die Züge, die in Blankenburg enden, werden als S8 und die Züge, die in Pankow enden, als S85 geführt. Für das Umsteigen von den Linien S1, S2, S25, S26 in die Ringbahn und umgekehrt nutzen Sie bitte auch den S-Bahnhof Bornholmer Straße statt Gesundbrunnen. Für die Umfahrung des Streckenabschnittes Gesundbrunnen-Schönhauser Allee sind die Linien S1, S2, S25, S26 ebenfalls sinnvolle Alternativen. Ersatzverkehr mit Bussen besteht für beide Bauabschnitte, und zwar zwischen Beusselstraße, Westhafen, Wedding, Gesundbrunnen und Schönhauser Allee. Es kommen überwiegend barrierefreie Busse zum Einsatz. Apropos Barrierefreiheit. Am S-Bahnhof Gesundbrunnen brauchen Sie ca. 5 Minuten zu Fuß vom S-Bahnsteig der S41, S42 zur Haltestelle des Ersatzverkehrs. Und dieser Weg ist barrierefrei. Nutzen Sie bitte unbedingt die Fahrplanauskunft, entweder auf sbahn.berlin oder in unserer App. Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen, Verbindungen und Informationen.